ich habe das, glaube ich, schon angedeutet neulich, da ist vieles im Umbruch in der Bewertung. Weil ich fühle, ich könnte auch heute noch junge Exegese-Professoren hören, die diese Kamellen wiederkauen von 1970, ja, als wir seither nichts mehr geforscht worden, als hätte man seither keine Papyrologie gehabt. Und jetzt gäbe es daraus keine neuen Erkenntnisse. Also wo das immer dann immer gebetsmühlenartig wiedergekäut wird. Und jetzt, wo andere Dinge an die Oberfläche kommen, immer intensiver. Also Markus ist das älteste Evangelium und alle solche Sachen, und die anderen haben nur abgeschrieben. Und das ist langweilig. Das ist irgendwie langweilig. Ich finde es viel interessanter, vieles bleibt bei all diesen Dingen hypothetisch. Also, dass eine Quelle Q gibt und sowas, das ist reine Hypothese, dafür gibt es nicht einen einzigen Beweis. Das sind alles Annahmen. Und wenn man das einmal zur Kenntnis nimmt, ja, das sind hypothetische Annahmen, die uns helfen, Dinge zu verstehen, eine Zeit lang. Aber wenn neue Erkenntnisse kommen, muss ich eben meine Hypothesen umbewerten. Es hilft da nichts. Ja? Und dazu ist man im Moment noch nicht bereit. Aber ich wollte Ihnen gerne mal diese Landschaft so etwas zeigen, wie da vieles im Umbruch ist, wie man im Moment bereit ist, eigentlich die Theologen noch nicht, die brauchen noch ein bisschen Geburtsschwierigkeiten. Das sind immer Steißgeburten bei den Theologen. Aber Historiker, also die keine Theologen sind, Papyrologen, ja, also Textwissenschaftler, die sich mit diesen alten, die sind viel eher bereit, die Evangelien sehr viel älter zu beurteilen. Ja. Also wenn es da immer Exegeten gibt, das Johannesevangelium 100 oder 110 nach Christus einordnen, die fassen die ans Hirn. Ja, das ist ganz und gar unmöglich. Ja. Und das ist spannend im Moment zu sehen. Ja. Werden Sie noch, ich glaube nicht, dass es einen theologischen Lehrstuhl für Exegese gibt, auf dem, was natürlich zutiefst unwissenschaftlich ist, das muss man sagen, wo das überhaupt nur als These mal vorgestellt wird und man sich damit auseinandersetzt. Das muss man natürlich kritisch tun. Ja. Das passiert aber nicht. Da ist die Betondecke sozusagen so dick, ja, da kommt noch keine Pflanze durch. Aber irgendwann wird das rissig werden. Wir werden das noch erleben. Wovor? Von wem denn? Ach was? Also das halte ich für ein Riesen. Oh, das ist ein Riesenmärchen, ist das. Ja, jetzt geht es gerade, ja, gerade der Soprino, oder wenn sogar der Jesuitenorden dazu stimmt, also da kann es so schlimm nicht sein. Ja, wenn der gesamte Jesuitenorden inklusive, also der Kalfenbach seine Zustimmung zu dieser Maßregelung gibt, da geht es ja auch nur um zwei oder drei Punkte, es geht ja nicht um alles, da kann nicht so weit sein. Also, den Professor würde ich gerne sehen, das halte ich für ein Riesenmärchen, und jeder Professor, vor allem Deutschsprachige, die sich vor die Kamera stellen und sagen, sie haben Angst, irgendetwas zu sagen. Da muss ich mich ja wirklich kitzeln, dass ich irgendwie lachen kann. Ja? Das ist geradezu tragikomisch, ist das. Ja? Wem ist denn jemals was passiert? Das würde ich mal gerne sehen, würde ich mal gerne die Namen hören. Die gibt es ja gar nicht. Wir ziehen alle ein dickes Gehalt weiter, wovon unser einer nur träumen kann, ja? und setzen irgendeinen Quatsch in die Welt, den man durch nicht. Hans Küng kann man natürlich unterschiedlich bewerten, aber natürlich gibt es bei Hans Küng Dinge, die man mal anstammen kann, die nicht auf dem Boden dessen, also ich will einmal jetzt, Sie merken das schon, dass ich in diesem Punkt wirklich die Kirche verteidige. Die Kirche ist ein riesenaltes Schiff, ganz groß, ja, aber es gibt immer so ein paar Nasen, vor allen Dingen, wenn die aus der Schweiz kommen, dann die haben offenbar das in den Genen drin, sie müssen dann so ein buntes, papageienhaftes Beiboot rauslassen und einen eigenen Motor anwerfen, weil sie auf diesem Riesendampfer mit 27 Etagen ja keinen Platz finden, nicht irgendeine Knusselecke, wo sie noch ihr Zeug machen können. Ja. Und dann segelt man eben unter eigener Flagge. Das darf man ja tun. Ja. Aber das muss einem dann klar sein, dass es die eigene Flagge ist und nicht mehr die der Kirche. Ja. Aber gucken Sie mal, wenn das alles so persönlich ausgeht, wie jetzt mit Hans Küng, relativ still, beschimpft gar nicht mehr so beim Papst, seitdem sie zusammen zu Abend gegessen haben. Also ich denke, also in dieser Bewertung würde ich auch sagen, der verstorbene Papst hätte sicher besser getan, mit ihm mal zu Abend zu essen, wie der jetzige, weil er ihn damit in seiner Eitelkeit viel besser bedient. Ja, das ganze Problem ist nämlich mehr eins der Eitelkeit als es der Lehre, das ist ja bei Professoren ähnlich. Ja, aber wo man eben guckt, dass man die eigene Fahne so groß macht und auf so einen hohen Mast draufzieht, dass man natürlich eine Reaktion provoziert. Aber ich glaube, ich kenne mich einigermaßen, ich kenne natürlich nicht alle, aber relativ viele Professoren, meine Güte, wo ich manchmal den Kopf schüttle und sage, wieso dürfen die das einfach sagen? Warum unternimmt da keiner das? Da sind auch Junge dabei, ja. Das fängt bei den Lebensverhältnissen an, bis zur Lehre, ja. Wenn ich an die Lehrstühle in denke oder an Lehrstühle, also wo ich
wo ich jemanden auf der Hochschule kenne, ich frage mich manchmal, also mir geht das viel zu weit. Aber deshalb bin ich auch nicht bei der Glaubenskongregation. Das ist ein Trost für die Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich finde das manchmal heftig. Und zwar, wenn man dann nachfragt, ist da wenig eigentlich so. Ich glaube, die vielfach kommt es zu solchen Aussagen, weil man sich interessant machen will. Und das kann es nicht sein. Ja? Man will sich vor jungen Studierenden interessant machen, die man sagt, so, also ich, neulich hörte ich aus, das ist der Neutestament, dann ich scheiße doch auf die ganze Glaubenskongregation, mir redet doch keiner, ist ein Priester, ja? Mir redet doch keiner rein, ja, ich sag doch hier, was ich will, ja, Auferstehung ist alles Quatsch, ja. Tut mir leid, also, ja, wäre für mich ein klassischer Fall für die Glaubenskongregation. Also ein Neutestamentler, der Priester ist, ja, der katholisch ist und der sagt, Auferstehung ist alles Quatsch. Das ist so, das ist wirklich, wörtlich. Das ist für einen Professor, der hochbezahlt wird, so undifferenziert, so ein Satz. So unerleuchtet, ja. Dann muss er echt sagen, gib doch dann sei doch ehrlich und gib dein Ding doch ab, ja. Dann fahr halt Taxi. Dann brauchst du nicht an der Auferstehung zu glauben oder so. Also, das regt mich auf, ja. Wenn man das auf hohem Niveau, wenn der Bischof den jetzt anruft, ja, und sagt, hören Sie mal, Herr Professor, was habe ich denn da gehört? Dann wird er sofort zurückrudern. Weil dem seine Privilegien an seiner Hochschule und sein Gehalt viel mehr wert sind. Ja, da wird er gleich sagen, ach, Sie wissen ja, wie man dann so, wird schnell runtergerechnet, da ist nichts mehr da. Und das regt mich auf. Daher auch jetzt mein Fluchwort, den Sie jetzt noch ein wenig provoziert haben.